Aloha und moin. Nachdem wir den Mietwagen gestern zurückgebracht hatten und ich mich ja kurz vom Flughafen aus gemeldet hatte, ist auch gar nicht mehr so viel passiert, würde ich jetzt mal behaupten. Wir sind dann, also der Große und ich, sind dann mit dem Bus zurück zur Unterkunft, zumindest erst in die Richtung. Und ich hatte dann zwischendurch mit Vivi geschrieben, die wollte noch zu einer Weaving Class, also quasi so ein Kreativmarkt, wo man wie nennt sich das? Workshop war das Wort, wo man quasi so sich ein Armband selber basteln kann. Und das hat halt um 11 gestartet und der Große und ich wären erst nach 11 oder um 11 bei der Unterkunft angekommen. Deswegen ist wie wieder mit der Kleinen schon mal alleine hin. Leider hat sich dann vor Ort herausgestellt, dass da so viele auf der Warteliste waren für diesen Workshop, dass da kein Platz mehr war. Und der Große und ich sind quasi mit dem Bus direkt dorthin gefahren. Und Vivi hatte dann dort auf diesem Platz da halt einfach schon auf uns gewartet. War natürlich enttäuscht davon, dass das nicht geklappt hat. Und hinterher hatte sie noch die Idee, dann einfach nachzufragen, ob sie sonst ein Material für so einen Armband haben kann. Und ist dann nochmal hoch zu dem Workshopleiter. Und der hatte ihr dann tatsächlich auch noch ein letztes Exemplar geben können, sodass sie das jetzt selber in der Unterkunft machen könnte. Und war somit nicht mehr ganz so enttäuscht vielleicht. Wir hatten da den Großen dann noch ein bisschen spielen lassen. Mit anderen Kindern und alleine ein bisschen fangen. Wir haben da auch zufälligerweise Eidechsen entdeckt, beziehungsweise der Große. Und die waren so zutraulich, dass sie sogar an uns hochgekrabbelt sind. Und anschließend ging es dann für uns wieder zurück zur Unterkunft. Wo wir dann unsere Sachen einmal gewechselt haben. Und zwar sind wir dann mit Badesachen nochmal zum Strand, zur Lagune. Du mal dein vergessen. Und sind dann halt nochmal zur Lagune hin. Jetzt ist irgendwie seit gestern auf jeden Fall wieder besseres Wetter, sagte ich ja schon. Natürlich passend dafür, dass wir keinen Mietwagen mehr haben. Der Wind kommt jetzt auch von der anderen Seite, deswegen war das da an der Lagune etwas windiger, etwas frischer auch. Und das Wasser auch etwas kühler. Haben uns da also nicht, vergleichsweise nicht ganz so lange aufgehalten. Aber trotzdem die Abwechslung noch mal kurz genossen. Und dann überlegt, was wir jetzt noch die letzten Tage machen, weil für Samstag ist ja quasi schon wieder Abflug. Da geht es weiter Richtung Festland, nach San Francisco, wo wir dann unseren Roadtrip da durch die Bundesstaaten starten. Und haben jetzt also quasi noch heute Donnerstag und morgen Freitag als ganze Tage vor uns. Für den Samstag hatte uns der Gastgeber bei Airbnb ja schon mitgeteilt, dass es kein Problem wäre, wenn wir sogar auch erst um 15 Uhr auschecken, anstatt 12, wie es halt eigentlich vereinbart wäre. Er hatte extra gefragt, dass seine Reinigungskraft halt bei ihm als letztes vorbeikommt. Also bei der Unterkunft, wo wir sind und wir somit noch etwas Zeit haben. Das passt uns natürlich ganz gut, weil unser Flug erst ganz spät Abend ist, gegen Mitternacht. Und wir somit dann halt nicht nur die ganze Zeit am Flughafen sein müssen. Dann sind wir gestern noch kurz zum Ala Moana Center hin, haben da nochmal die Postkarten abgegeben, die wir jetzt über die Zeit gesammelt haben und geschrieben haben und sind dann da auch nochmal ein bisschen lang geschlendert und den Großen dann nochmal auf diesen Kletterspielplatz gelassen. Und dann war es das auch, sind wir zurück zur Unterkunft und von da aus haben wir nicht mehr viel gemacht. Vivi hat es dann auch gestern Abend tatsächlich noch fertig geschafft, das Armband selber zu machen. Ich sagte, das war irgendwie wieder, zack, da die Erinnerung, wie das so funktioniert. Und hat auch alles wunderbar funktioniert. Da hatte sich dann das Armband dann quasi für den Großen gemacht. Er war nicht ganz so davon überzeugt oder wahrscheinlich erfreut, wie sie das vielleicht gehofft hatte. Aber ich denke mal, der Wille zählt und vielleicht findet er es ja irgendwann anders nochmal cool oder sonst für die Lütte. Für heute Donnerstag haben wir erstmal den Morgen ruhig anfangen lassen, mit ein bisschen Spielen in der Unterkunft noch. Ist ja jetzt hier auch wieder strahlend blauer Himmel, eher bewölkt. Ich zeige euch mal die andere Seite. Das heißt, man hätte jetzt natürlich auch an den Strand gekonnt. Unsere Unterkunft sah das aber noch nicht so schön aus.
Jetzt sind wir dann halt erstmal jetzt einfach zu Fuß los und gehen wieder Richtung Waikiki und schauen mal, was wir da machen können. Wir hatten auch noch überlegt, ob wir den Diamond Head Krater noch besuchen. Damals sind wir ja, Vivian nicht ja da gewesen, da sind wir mit dem Fahrrad hingefahren. Und wir konnten uns nicht ganz daran erinnern, ob das auch Eintritt gekostet hat oder nicht. Auf jeden Fall steht jetzt allerdings dazu online, dass es halt $5 Eintritt kostet pro Person. Und dazu man noch einen bestimmten Timeslot halt buchen muss. Das heißt, man kann da nicht einfach so reingehen, sondern man muss das alles schon ein bisschen mehr planen. Meine Stimme versagt gerade wieder. Und dazu kommt dann noch obendrauf, dass wir ja auch noch mit dem Bus hinfahren müssten. Das heißt, wir hätten als erstes nochmal eine Busfahrt organisieren müssen. Das wäre nicht so das Problem. Das fährt auch direkt bei uns vor der Haustür eine Buslinie in die Richtung. Dann hätten wir allerdings sofort warten müssen, bis wir unseren Timeslot hätten. Und uns überlegen müssen, wie wir das Ganze halt bewerkstelligen, weil mit Bhakti geht das dann natürlich nicht. Das ist allerdings auch wohl eine Stunde quasi vom unten, wo man halt ankommt, mitten vom Krater bis zum Aussichtspunkt nach oben hin. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so lange war, aber das täuscht dann vielleicht auch. Und von daher haben wir jetzt gesagt, wir lassen das lieber, weil mit dem ganzen Aufwand ist die Frage, ob es das wert ist, nur damit wir da jetzt da oben sind und der Große jetzt den Ausblick da so überwältigend findet und die Lütte schläft vielleicht, keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall haben wir das jetzt erstmal nicht gemacht und stellen dann jetzt hier nochmal nach Waikiki hin. Gucken mal, was uns heute noch so in Sinn kommt, was wir noch machen wollen. Und morgen haben wir dann unseren ganzen letzten Tag. Da gibt es nochmal einen festen Termin am Vormittag. Und dann haben wir für den Nachmittag eigentlich auch nichts noch groß vor. Vielleicht gehen wir da auch nochmal an den Strand. Vielleicht nachher ja auch noch. Genießen das hier nochmal, weil wenn wir dann USA-Festland sind, kommen wir erstmal nicht mehr so oft ins Wasser. Vielleicht auch nicht so in der Temperatur. Dann erst wieder in Florida. Genau. So viel als kleines Update noch vom gestrigen Tag, dem Mittwoch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter und melden uns dann später nochmal mit irgendwie Infos. Bis dann! Aloha und moin! Wie ihr seht, wir sind nochmal an der Lagune gelandet. Wieder hier immer noch schönes Wetter. Kiddies und Vivi sind da noch im Sand und spielen da noch kurz. Genau, und für heute hatten wir jetzt auch nichts mehr Großes geplant. Es gibt heute Nachmittag dann noch diesen Markt, da wollen wir noch mal hin. Ansonsten waren wir vorhin einmal nur in der Stadt rein, haben uns noch einen Smoothie geholt und da dann einen Platz besucht im Royal Hawaiian Center, wo der Große immer spielt und auch meistens immer andere Kinder auftauchen. Das hat auch ganz gut geklappt. Und danach haben wir einfach gedacht, beziehungsweise auch den Großen gefragt, was er sonst noch machen möchte. Und er hatte gesagt, er würde gerne noch baden wollen. Also sind wir dann zurück zur Unterkunft, haben uns die Badesachen geschnappt, sind jetzt hierher, fast 2 Stunden. Kleine Besucher. Die laufen ja auch überall rum. Und haben gedacht, wir gehen hier einfach nochmal runter und relaxen etwas. Bevor, wie gesagt, dann auch die nächste Abreise ist mit dem Festland. Zumindest mit der Route, wo wir lang fahren, nicht so viel Kombination oder Möglichkeiten ans Meer ist, bis wir dann nachher in Florida sind. Und daher nochmal das dazu. Und außerdem hatte ich jetzt gleich vor, nochmal mit der Drohne lang zu fliegen. Wie gesagt, es ist ja irgendwie in Hawaii nicht so ganz geregelt, nur ein bisschen geregelt. Es gibt die offiziellen Regelungen und man braucht einen Drohnenführerschein. Die Drohne muss registriert sein, das habe ich ja alles erfüllt. Und es gibt eine offizielle App, wo man halt quasi den Standort quasi eintippen kann und dann sieht, ob man fliegen darf oder nicht. Und dann gibt es halt die Höhenrestriktion. Und hier ist ja auch mal das Feuerwerk. Hier bin ich ja zum Feuerwerk schon geflogen und dachte mir, ich nutze das auch nochmal bei helligem Tag und wollte eigentlich auch nochmal bei Kiki lang fliegen über die Surfer. Mal schauen, wann ich das mache, ob heute Nachmittag noch oder sonst morgen. Genau, ich würde sagen, ich gucke jetzt einfach mal, ob das alles soweit funktioniert und zeige euch sonst hinterher Bilder oder nicht. Ansonsten werde ich mich später nochmal melden. Ciao!
So, heute ist Freitag. Unser ganzer letzter Tag hier in Hawaii. Morgen, auch wieder Spätabend, haben wir unseren Weiterflug. Und 15 Uhr müssen wir aus der Unterkunft raus. Gestern sind wir da nach der Lagune nochmal zur Unterkunft. Haben wir uns einmal umgezogen und sind dann nochmal Richtung Waikiki. Dort gab es noch einen Kreativmarkt, wo Vivi gerne hin wollte, wo wir auch hin sind, der auch stattgefunden hat. War zwar kleiner als irgendwie erwartet, aber dafür hat Vivi endlich ihre Muschelkette gefunden. Yippie! Ein kleines Highlight. Da hat sie schon lange nachgesucht und immer nie das gefunden, was ihren Wünschen entsprach. Und die Verkäuferin dort oder die, die das dort herstellt, hatte auch nicht direkt die Kette, die Vivi gerne wollte, aber wir haben einfach überlegt, ob man dann nicht die auch fragen könnte, ob sie quasi die Kette dann halt so zusammensetzt, wie Vivi sie gerne hätte, wenn es ja schon ein Kreativmarkt ist oder Handwerksmarkt. Und tatsächlich war das auch gar kein Problem, da war auch eine andere Kundin davor, weshalb ich quasi darauf kam und Vivi gesagt hat, ich soll es auch einfach mal fragen. Und Vivi hat dann wohl mit der gesprochen, ich war mit dem Großen ein bisschen weiter abseits, weil da auch laute Musik war. Und zack, zack, fertig war die Kette und fertig war die Freude in Vivis Gesicht. Das heißt, das hat super geklappt. Und was auch super geklappt hat, war heute der erste Termin des Tages, 10 Uhr. Wieder eine strahlende Vivi, denn jetzt hat Vivi ein Haustier dabei, ein permanentes. Und zwar ist Vivi jetzt um ein Tattoo reicher, hat sie sich auch schon lange gewünscht. Ich zeige euch das gleich mal ganz kurz, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Da unten. Eine Honu, eine Schildkröte. Vivi hat sich immer schon mal so eine Schildkröte als Tattoo gewünscht. Und auch mal in Neuseeland und vielleicht im Maori-Style oder halt ähnlich oder vielleicht auch gar nicht. Und das ist damals nichts geworden bei der ersten Weltreise und zwischendurch nicht. Und jetzt haben wir der Große erzählt was, ich weiß nicht genau was. Und genau, jetzt hatte Vivi hier nochmal geschaut, welche Künstler und Tattoo-Studios es hier gibt und wen man hier anschreiben kann. Die Kleine möchte auch noch ein bisschen was erzählen. Ist ja hier auch ein Familien-Vlog. Die Kleinen kommen mal viel zu kurz, wird mir gesagt. Und von daher wurde jetzt ein Termin ausgemacht, kurz vor Abflug, weil mit einem frischen Tattoo ist ja auch nicht so gut ins Wasser rein, etc. Und das haben wir jetzt dann quasi jetzt am Freitag, also heute letzten ganzen Tag gehabt. Und während wir jetzt morgens Vivi da hingebracht haben, hat sie anderthalb Stunden oder eine Stunde war das glaube ich sogar nur jetzt den Tattoo-Termin gehabt. Die Schildkröte fertig, Vivi glücklich, strahlt über das ganze Gesicht. Gleich zwei Bereicherungen hier in Hawaii, neben den anderen Bereicherungen, die wir ja auch schon haben. Und ich war mit beiden Kindern vollgepackt und einer Schweißlage mehr unterwegs. Einmal ins Ala Moana Center. Der Große konnte da ein bisschen krabbeln. Die Lütte hat leider nur 10 Minuten Schlaf gehabt, aber ist dann auch nochmal wach geworden und ein bisschen rumgekrabbelt. Dann waren wir noch kurz einkaufen, dann hat der Vivi schon geschrieben, dass sie wieder da ist. Das heißt, hat alles wunderbar geklappt. Jetzt waren wir wieder bei der Unterkunft, haben kurz die Strandsachen geholt, denn der Große hat sich gewünscht, nochmal in der Lagune zu planschen. Und am letzten ganzen Tag ist das natürlich auch eigentlich ein super Programm, vor allem bei wieder bestem Palmenwetter. Okay, alles klar. Und genau, ich habe dann auch eben gerade noch mal bei Check24 angerufen. Wir haben jetzt in letzter Zeit noch mal ganz oft Preise verglichen von den Buchungen, die wir halt hatten. Wir haben fast bei 99% aller Buchungen, sei es jetzt Mietwagen, Unterkunft oder auch irgendwas anderes, geguckt, dass man eigentlich immer noch kurzfristig stornieren kann. Und als wir damals quasi zu Reiseplanung, Beginn der Reiseplanung halt die Sachen gebucht haben oder buchen wollten, waren aufgrund von Corona und gerade erst Grenzwiedereröffnung und sonst was die Preise auch noch relativ hoch. Nichtsdestotrotz wollten wir halt damals schon rechtzeitig buchen, um überhaupt etwas zu haben und dann halt wie gesagt mit dem Aspekt, dass man immer noch kurzfristig stornieren könnte. Jetzt haben wir zum Glück nochmal kurzfristig oder halt vor allem jetzt für die USA nochmal den Preis gegengecheckt. Und so haben wir jetzt zum Beispiel für Kalifornien
den Mietwagen, den wir halt hatten, nochmal für 1.800 € günstiger. Das ist letztendlich immer noch viel Geld. Allerdings 1.800 € weniger für den Zeitraum von, ich glaube, 4 Wochen, 3 Wochen, 3,5 Wochen oder sowas. Natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und auch für Florida, obwohl wir da jetzt eigentlich schon einen guten Mietwagen hatten, haben wir auch nochmal neu verglichen und dasselbe Automodell quasi nochmal für 250 € günstiger gefunden. Das gleiche galt dann halt auch nochmal für unsere Unterkünfte, die wir mit Airbnb auf dem Festland jetzt hatten, für unsere Kalifornien- oder Westküstenroute. Da haben wir jetzt einfach nochmal gegenverglichen, auch von, weil man teilweise bei Airbnb-Unterkünften für 2 Nächte bleiben muss und das mitten in der Walachei ja nicht gerade lohnenswert ist. So haben wir jetzt einfach nochmal gegenverglichen, was es sonst so gibt. Ich muss ein bisschen lauter sprechen, glaube ich, wegen dem Wind. Genau, und es ist ja in den USA nicht ganz unüblich, dass es da ja auch Motels gibt in kleineren Städten. Und die hatten echt gute Angebote. Zimmer mit 2 großen Doppelbetten und inklusive Frühstück. Das ist genau das, was man eigentlich nur noch braucht. Und dann geht ja die Reise auch schon wieder weiter. Deswegen haben wir das halt noch geändert, haben vieles storniert und neu gebucht. Der Große erzählt auch etwas lautstärker. Und genau, sind da ganz froh, dass das alles geklappt hat. Wir haben tatsächlich über verschiedene Portale Preise verglichen, sei es Kajak, Check24, Expedia, keine Ahnung was es da sonst noch alles gibt. Und auch USA-Webseiten direkt von dem Hersteller sagt schon, von dem Vermieter halt geschaut. Aber letztendlich haben wir viele gute Sachen einfach bei Check24 gefunden. Ohne da jetzt groß eigentlich Werbung machen für wollen, sondern einfach nur zu sagen, dass wir damit zufrieden sind. Und da hatte ich jetzt so gesehen, dass wir halt zum Beispiel für unseren Flug jetzt am Wochenende keine Flugnummer hinterlegt haben für den Mietwagen. Und das ist ja immer gerade empfehlenswert, denn vom Vermieter wird immer nicht garantiert, dass wenn man zu der angegebenen Zeitraum nicht da ist, dass der Mietwagen dann noch zurückgehalten wird. Das heißt, wenn Pech hat, muss man dann halt noch extra länger warten und bekommt meistens trotzdem halt einen Mietwagen, aber halt nur mit erhöhter Wartezeit. Um das zu verhindern, wollte ich gerne halt da die Flugnummer hinterlegt haben, vor allem weil sich unser Flug auch nochmal verändert hatte mit der Ankunftszeit. Wir hätten zwar immer noch eine Stunde Zeit gehabt zum Abholen, allerdings weiß man ja immer nie, was dann letztendlich bei der Ankunft ist. Und wenn da doch ein Gepäckstück verloren geht und man muss einiges klären, ist das halt relativ ungünstig. Von daher habe ich den Rückrufservice von der Check24 genutzt. Auch mit der Nummer hier in den USA haben die mich innerhalb von 2 Sekunden zurückgerufen. Ein deutscher Support-Mitarbeiter war dran, hat kurz quasi gegengefragt, ein paar Daten abgeglichen und sich direkt mit Budget in Verbindung gesetzt, wo wir jetzt quasi den Mietwagen gebucht haben. Direkt das mit denen abgeklärt, die Flugnummer hinterlegt. Nochmal gefragt, wo wirklich der Mietwagen abzuholen ist. Oh yeah, good. Und jetzt sind wir halt einfach auf der sicheren Seite. Genau, Punkt, aus. So viel dazu. Jetzt sind wir gleich bei der Lagune. Es ist hier ein bisschen windiger, ich muss laut reden, deswegen ist meine Stimme bald weg. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal aus. Jetzt zeige ich noch einen Wasserfall mit Schaum. Und sag tschüss, bis demnächst. Moin und auch nochmal Aloha. I don't know, Ryan. I don't know where it is. Genau, letzter Tag. Heute ist jetzt 22. April. 2. April sind wir hier angekommen. Wir waren jetzt also 20 Tage auf Oahu in Honolulu und jetzt ist heute der Abflugtag. Wir haben allerdings noch Zeit quasi den Tag über, weil wir erst spät abends den Abflug haben. Der Gastgeber so nett war, uns 15 Uhr Checkout ermöglicht hat. Und da wir auch erst allerfrühestens 4 Stunden vor Abflug die Gepäckstücke abgeben können, ist das also alles eigentlich entspannt.
Der Große und ich, wir waren jetzt gerade noch mal hier in dem Ala Moana Center noch kurz zwei Sachen einkaufen, damit wir dafür die nächste Zeit ausgestattet sind und gleichzeitig noch ein bisschen spielen und bewegen. Vivi hat währenddessen die Kleine in Schlaf gesungen und angefangen schon mal Tasche zu packen. Und jetzt bin ich gerade wieder auf dem Weg zurück zur Unterkunft. In der Richtung ist auf jeden Fall schönes Wetter. Da ist es halt eher mehr wieder bewölkt. Und wir sind jetzt gespannt, wie das alles funktioniert. Hi again. Genau, ich habe mal den Wetterbericht gecheckt. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwas bei 28 Grad meistens. Und in San Francisco hat 18 bis 20 Grad. Da werden wir starten oder beziehungsweise landen halt. Wir werden die Tage drauf immer weiter ins Landesinnere fahren. Bis zu unserem großen Zwischenstopp Salt Lake City. Da sind es teilweise nur 7 Grad. Bis mal ein bisschen mehr. Und je nachdem Sonne kann es auch halt an dem Tag aber 20 Grad warm werden. Und dann geht es von dort aus halt wie so eine Nordrunde zurück nach Portland und Seattle. Wir haben unsere Unterkünfte ja zwischendurch schon alle rausgesucht. Einen Mietwagen haben wir dann ja auch direkt von Anfang bis Ende. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass dann alles soweit klappt. Wir vielleicht auch nicht nur schlechtes Wetter haben, sondern halt auch mal von Sonne begrüßt werden. Auch wenn wir jetzt ja auch nicht nur in Kalifornien unterwegs sind und dadurch ja auch andere Bundesstaaten mal sehen. Dadurch aber vielleicht dann auch den wärmeren Süden halt verlassen. Some kind of wine. Ja, genau, so viel dazu. Check-in habe ich gestern Abend gemacht. In den USA muss man ja immer extra pro Gepäckstück zahlen, da ist nichts frei. Das kostete jetzt $35 pro Person pro erstem Gepäckstück. Hätte man das irgendwie vorher online bezahlt, wären das für $5 weniger. Allerdings konnte ich das nicht, weil ich keine Rechnungsanschrift in der USA habe. Das war dann da bei United nicht möglich. Kann aber auch sein, dass das oder speziell ist, weil wir ja hier vom Hawaii aus losfliegen. Beim Check-in konnte ich dann halt entsprechend bezahlen, aber dann halt auch für $35. Drei Gepäckstücke haben wir ja, die wir einchecken müssen. Der Rest ist Handgepäck. Der Buggy ist kostenfrei. Das zählt pro Person. Ein solches Gepäckstück wäre theoretisch kostenfrei. Genau. Für heute haben wir nicht mehr viel geplant. Okay. Wir lassen den Großen einmal noch ein bisschen spielen in Unterkunft, soweit wie es geht. Sachen packen. Nochmal Mittagssnack zu uns nehmen. Und dann nachher eigentlich auch wirklich erst gegen 14:30, 15 Uhr fahren wir dann mit dem Uber Richtung Flughafen. Und gucken dann von dort aus mal weiter, wie der Tag sich am besten gestalten lässt. Oder die Wartezeit vor allem auch. Von daher sage ich hier erstmal Tschüss. Denke, wir melden uns später nochmal. What's that? Why not? What do you want to say? See you later? Anything else? Okay, you are tired. Okay, we will see. Okay, so viel erstmal dazu und bis später. Hallo und moin. So, Sachen stehen vor der Tür. Es geht jetzt hier gleich los. Was hier noch? Die Frau hat hier wieder ausgeschaltet. So. Genau, wir haben alles wieder hingestellt hier in der Unterkunft. Hier war unsere Küche, Wohnzimmerbereich. Hier hatten wir zur Seite geräumt. Die Kinder konnten hier ordentlich spielen. Hier hatten wir so ein aufblasbares Bett noch an der Couch drin. Und hier ist das Bett, wo Vivi mit der Großen, mit der Kleinen geschlafen hat. Genau, da ging es dann direkt nach Waikiki hin, nicht weit weg. Oder zur Lagune meine ich, auch unser Weg Richtung Waikiki. Noch ein abgesperrter Raum und dann Badezimmer. Wir haben jetzt alles soweit gepackt. Ich wollte jetzt gerade hier nochmal die letzten Ecken durchsuchen. Schauen, ob ich an meinen bekannten Ort noch was versteckt habe. Und ansonsten machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir sind ja soweit fertig. Genau, ich schaue hier nochmal die Schränke durch, ob es hier noch irgendwas von uns gibt, aber nicht, dass ich groß wüsste. Ein paar Überbleibsel haben wir hier gelassen.
Alles, was wir halt quasi nicht mehr brauchen, ist, naja, ich würde nicht sagen, gang und gäbe bei Airbnb. Manche sehen das auch nicht so gerne, wenn man einfach irgendwas hier lässt. Aber wir haben jetzt einfach quasi das, was wir gerade nicht mehr groß brauchen und was nicht zu viel Platz wegnimmt oder nach, na, ich habe keinen Bock, den Müll wegzuräumen, aussieht, habe ich hier gelassen. Das heißt, das Gepäck nach unten bringen. Buggy und die anderen drei sind schon unten. Und dann rufen wir uns ein Uber, fahren zum Flughafen. Laut der Check-in-Information können wir schon das Gepäck abgeben. Aber das sehen wir dann einfach vor Ort, wie es ist. Wir haben noch Zeit bis zum Abflug. Und ich würde sagen, wir melden uns dann wieder. Ciao. Aloha und moin. Es ist hier ein bisschen lauter. Das kommt, weil man hier sich so die Flugzeuge direkt angucken kann am Gate. Und wir haben jetzt noch 2,5 Stunden, glaube ich, warten müssen, bis wir unser Gepäck abgeben durften. Das darf man hier nur 4 Stunden vorher. Und das hat alles wunderbar geklappt. Das war überhaupt kein Problem. Das haben wir jetzt abgegeben. Ich hatte das gestern ja online eingecheckt. Das hat auch alles vom Handy aus geklappt. Im Vergleich zu unseren bisherigen Flügen war das diesmal überhaupt kein Problem, obwohl wir ja mit einem Baby reisen, weil sonst war immer, Achtung, Sie reisen mit Baby, bitte melden Sie sich selber im Kiosk. Das Problem quasi, und das hat dann halt vor Ort auch mal sehr viel Zeit gekostet, den Check-in zu machen. Und das war halt diesmal nicht der Fall. Und von daher hat das wunderbar geklappt. Jetzt haben wir uns gerade noch eine Kleinigkeit gegönnt zu essen. Und weil wir ja um 22.30 Uhr fliegen und wir haben bei diesem Flug kein Essen extra bestellt. Es gibt normale Snacks und Getränke. Und wir haben halt gedacht, dass es halt vollkommen ausreicht, um halt diesen Nachtflug zu überwältigen, indem wir halt dann einfach hier vorher noch was essen. Genau, jetzt bummeln wir hier noch ein bisschen lang. Es ist jetzt 19.40 Uhr. Das heißt, in 2 Stunden ist hier Boarding. Und diese 2 Stunden kriegen wir bestimmt noch irgendwie rum. Genau, ein paar Geschäfte haben noch auf. Nee, es gibt hier keine Ananas, die wir mitnehmen. Papa mag keine Ananas. Und genau, von daher werden wir uns jetzt einfach noch ein bisschen umschauen, was es hier so gibt. Und dann nachher halt zum Flugzeug. Ich denke mal, ich melde mich wahrscheinlich auch gar nicht mehr groß vorher, sondern zeige dir noch ein paar Videos einfach vom entsprechenden Abflug. Wie sonst auch, auch wenn es wieder bei Nacht ist und man nicht so viel sieht. Und dann gibt es nachher die Ankunft halt in San Francisco. Ja, so viel von uns. Obwohl es jetzt auch wieder 3 Wochen waren, kam diese Zeit jetzt doch deutlich viel kürzer vor als die Zeit in Auckland. Da lag das einfach daran, dass wir halt in Neuseeland vor schon viel erlebt haben. Und hier jetzt in Hawaii halt einfach viel mehr Abwechslung noch hatten und flexibler noch waren. Das sind alles tolle Süßigkeiten, aber die musst du da stehen lassen. Guck mal, Mama will dir was zeigen. Nee, nee. Da. Nein. Hier gibt es zu viele verlockende Angebote. Also wie gesagt, so viel von uns. Wir melden uns dann einfach später nochmal. Oder halt aus San Francisco.